willkommen zu einem neuen Filmchen der Thermimaus. Heute möchte ich gerne mit euch etwas aus einem Mixtipp-Buch machen. Und zwar, ich erzähle mal kurz was dazu. Das ist ja die zweite Ausgabe von meinem Buch Lieblingsrezepte der Thermimaus 2. Erschienen ist es im Lempertz Verlag. Und dazu gibt es ja auch noch eine Verlosung. Ach, das machen wir jetzt einfach erst. Davon verlose ich 8 Bücher. In den letzten Videos, die ihr von mir gesehen habt, hoffentlich gesehen habt, habe ich schon erzählt, dass man an dieser Verlosung oder an diesem Gewinnspiel teilnehmen kann, wenn man die Buchstaben, die ich in meinen letzten Videos und auch heute genannt habe und noch nenne, wenn man die in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt und mir das Lösungswort schreibt. Es handelt sich um ein Wort. Wie viele Buchstaben habe ich noch nicht gesagt. Auch den Anfangsbuchstaben habe ich nicht gesagt. Aber viele Buchstaben habt ihr bestimmt, wenn ihr es gesehen habt, in den letzten Videos schon mitgeschrieben. Das Lösungswort sendet ihr bitte an Thermimaus Ostfriesland bei Facebook. Da gibt es einen Nachrichtenbutton. Und da schickt ihr mir einfach nur das Lösungswort und ich schreibe euch dann zurück, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Also wie gesagt, 8 Stück dieser Bücher. Und ich sage jetzt auch gleich einen Buchstaben. Und zwar handelt es sich einmal um den Buchstaben O wie Otto. O wie Otto. Einmal O wie Otto. So, das dazu. Aber beim Mixtipp ist nicht nur mein Buch entstanden, sondern auch dieses hier. Und zwar ist das ein Rezeptbuch mit ganz vielen Low-Carb-Rezepten drin. Eigentlich wollte ich es nicht in einem Video erwähnen, aber wir sind am Abnehmen unserer Familie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich mich nicht getraut, es zu sagen, weil ich nicht wusste, ob wir es durchhalten. Aber jetzt muss ich sagen, wir halten durch. Am 10. Januar haben wir begonnen und ich habe 13,2 Kilo abgenommen. Ich musste erstmal überlegen. 13,2 Kilo. Wenn ihr mich jetzt fragt, Mensch Anja, wie hast du das gemacht? Alle Leckerlis weggelassen, die man sonst so abends auf dem Sofa vor sich hergeschnuffelt hat. Wenn ich Kaffee trinke, nur noch ein Würfel Zucker anstatt 2 oder 3. Ja, Chips, Cola, was man halt so isst, wenn man dicker wird oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall klappt es bei uns sehr gut. Wir essen auch, wir achten auch darauf, dass wir bei Hauptgerichten zwar Kohlenhydrate essen, aber halt weniger und dafür mehr Gemüse. Fisch essen wir auch sehr gerne. Wir essen auch Schweinefleisch und Rindfleisch. Viele sagen, das sollte man während einer Diät nicht essen. Ich kann ja nur erzählen, wie es uns ergeht. Wir essen auch Schwein und wir essen auch Rind, aber halt alles mager. Nicht mehr so viel Öl in die Pfanne, wie man es einfach sonst gemacht hat, sondern wirklich ein Kaffeelöffel voll Öl reicht vollkommen aus. Sonst hat man halt immer die Flasche drüber gehalten und. Aber wer dazu noch Fragen hat, kann mich ja über Facebook auch gerne anschreiben. Das soll jetzt nicht Hauptthema sein. Aber wie gesagt, vom Lempertz Verlag erschienen Low Carb. Wie ihr seht, habe ich schon ganz viele Zettelchen dran. Und ich habe mich jetzt heute entschieden, mit euch zu machen, das Zegediner Gulasch. Beziehungsweise Zegediner Gulasch Suppe. Es gibt es auch nur als Gulasch. Aber dann müssten wir ja wieder Kohlenhydrate dazu essen. Was wir jetzt nicht machen, wir nehmen nämlich diese Suppe. So, bevor ich jetzt noch weiter rede, legen wir einfach los. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ja, habe ich. Oh ja, falls ihr euch für die Bücher interessiert, entweder für meins oder für ein anderes vom Lempertz Verlag, dann setze ich euch den Link in die Videobeschreibung und das Video. Und dann könnt ihr dann ja mal ein bisschen schauen. Aber jetzt geht's los. Und zwar, ich habe da mal was vorbereitet. 100 Gramm Zwiebeln. Eine Zwiebel ist zu wenig, 2 Zwiebeln sind zu viel, aber wo soll ich denn mit dem Rest hin? Also gebe ich 2 Zwiebeln rein. Und
eine Knoblauchzehe steht im Rezept. Ich habe nur kleine, also nehme ich auch zwei. Ihr kennt das ja schon von mir. Jetzt zerkleinern wir das Ganze. 4 Sekunden auf Stufe 5. Das war's schon. Wie immer razzifazzi. So, nächster Schritt. Ich schaue mal in das schlaue Buch. Füge das Schweinefleisch, nein, füge das Fleisch hinzu. Im Rezept steht 750 Gramm gemischtes Gulasch. Ich selbst esse nicht gerne Rind, deswegen nehme ich jetzt nur Schwein. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie viel das ist, was ich hier jetzt gerade habe. Wir schauen einfach mal. 616 Gramm muss reichen. Gut, dann geht's weiter mit Fleisch ist drin, Tomatenmark und Öl kommt noch dazu. Öl nehmen wir 20 Gramm Olivenöl. Und da geht's schon los. Ich nehme nicht 20, sondern nur 10. Das reicht wirklich aus. Jetzt kommt dazu Tomatenmark. 40 Gramm. Reicht auch aus. Also ihr kriegt das schon wieder mit. Ich wandle diese Rezepte auch schon wieder ab. Das sind halt so irgendwo meine Erfahrungswerte, was wir am liebsten mögen, was wir nicht mögen, was wir gerne mögen. Das schmoren wir jetzt erstmal an oder dünsten wir jetzt erstmal an. Und zwar 7 Minuten. Varoma. Jetzt ganz wichtig, Linkslauf einschalten, so, und dann Sanftrührstufe. Das ist die Stufe mit dem Kochlöffel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und weiter geht's. Jetzt muss ich noch was dazu sagen, und zwar heißt es Cegedina Gulasch. Und zwar ist das ein ungarisches Rezept mit Sauerkraut. Deshalb fand ich das so interessant, weil das passt natürlich super auch zu einer Diät. Beziehungsweise, was heißt Diät? Um einfach mal ein bisschen anders zu essen und abzunehmen. Gut, dazu kommen jetzt 500 Gramm Sauerkraut. Dann geht es weiter mit Frischkäse, und zwar 75 Gramm. Hey, 71. Na, oh, 78. Ich mache das jetzt übrigens heute zum ersten Mal, deshalb bin ich auch schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Weiter geht's mit 300 Gramm Wasser. Jawohl. So, jetzt muss ich mal nachschauen. Jetzt geht's los mit den Gewürzen. 1 Teelöffel Paprika edelsüß. Oh, da braucht ruhig ein bisschen mehr sein. Salz. Zwei Teelöffel gekörnte Brühe. Jetzt steht hier 1/2 Teelöffel Kümmel. Wenn es reingehört, okay, ich stehe nicht auf Kümmel. Aber ihr könnt es natürlich reingeben. 1 Viertel Teelöffel Pfeffer. Pfeffer aus der Mühle. Mag ich. So. Dann steht hier noch 5 Wacholderbeeren. Habe ich auch nicht. Lass ich auch weg.
Und zum Schluss 4 Esslöffel Creme Fraiche, aber dazu kommen wir dann später. So, erstmal zu, Deckel drauf. Nein, ich muss auch noch gucken, wie lange. Das Rezept in diesem Buch, da geht man natürlich aus von gemischtem Gulasch. Ich habe jetzt ja nur Schwein. Schwein braucht nicht ganz so lange kochen. Deshalb werde ich von mir aus die Zeit verkürzen und zwischendurch mal reinschauen. Aber erstmal hier im Rezept steht zum Beispiel 80 Minuten und ich nehme jetzt erstmal 45 Minuten, nicht Sekunden. Gut, dann stellen wir ein 100 Grad. Ganz wichtig wieder, Linkslauf. Und auch hier wieder Sanftrührstufe. Und dann bin ich schon gespannt. Bis gleich. Tada! Das waren 45 Minuten Kochzeit der Suppe. Ich muss sagen, nach 35 Minuten habe ich mal reingeschaut, denn ich möchte natürlich auch nicht, dass das Fleisch zerfleddert wird. Ja, Fleischsorten sind ja manchmal auch verschieden. Deswegen würde ich immer, wenn ich Fleisch im Thermomix mache, zwischendurch mal immer reingucken. So, also probiert hatte ich ja schon. Vor 10 Minuten war mir das Fleisch noch nicht weich genug. Und da es ja eine Suppe sein soll, war sie mir auch nicht flüssig genug. Das heißt, ich habe nochmal 100 Gramm Wasser dazu gegeben. Und jetzt probieren wir nochmal. Der Geschmack war aber schon mal super. Wir lieben ja sowieso Sauerkraut. Bis zum nächsten Mal, eure Tabby Maus. Ciao! Foto folgt!